So, seid gegrüßt, ihr lieben Goldies. Heute machen wir mal Video Nummer 100. Und zwar bin heute mal in einem anderen Bach als sonst. Und eigentlich soll er goldführend sein. Nun ja, das werde ich heute mal herausfinden. Hier habe ich die Kiesbank. Ist auf jeden Fall alles unberührt. Hier war noch nie eine Sau. War schon mal tipptopp, ne? Ja, ich habe heute auch nur kleines Equipment dabei. Die Goldsacks und ja, Schäufelchen, Eimer, Sieb und Pfanne. Mehr brauchen wir heute nicht. Das sollte ausreichen. Ja, ich werde einfach mal ein, zwei Eimerchen voll machen. Und mal durch die Rinne jagen, durch die Goldsacks. Und dann sehen wir mal, ob es denn hier wirklich Gold gibt. Wenn ja, wäre das natürlich super geil. Da hätte ich auf jeden Fall was Neues. Wäre richtig cool. Na gut. Sehen wir mal. Bis gleich. Jo, ich mache den Eimer jetzt noch voll und dann jagt man mal hier durch. Also ich bin gespannt. Also rein vom Material her würde ich sagen, naja, 50-50 die Chance. Hier sowas habe ich zwar nebenbei mal gefunden hier, aber ansonsten, naja, es sieht nicht so danach aus, sage ich mal so, wenn wir hier was finden würden. Aber naja, Gold liegt immer da, wo man es findet, gell? Wisst ihr ja. Mal sehen. Ich bin gespannt.
So, der Eimer ist jetzt voll. Soweit. Und jetzt lassen wir es einfach mal durch, das Material. Also ich sag mal, ich habe schon besseres Material gesehen, gell, sag mal so. Das sieht doch sehr, naja, nicht ganz so vielversprechend aus. Aber, naja, wir lassen es einfach mal durchlaufen. Ja, dann macht ihr Zeug, würde ich sagen. So. Gut. Mach einfach mal durch und dann schauen wir nochmal rein in die Rinne. Das Ehmerchen ist durch. So schaut das Ganze jetzt aus. Naja, würde ich sagen, ab in die Pfanne mit dem Zeug. So, da gucken wir mal. Also hier oben habt ihr auf jeden Fall schon schwarzen Sand, das ist schon mal immerhin etwas. So, mal sehen, machen wir das Ganze mal mit einer Hand hier, das geht schon mal. Ich habe nämlich heute leider von meiner Kamera was vergessen, deswegen kann ich leider nicht hinstellen, so richtig hier. Nur so ein kleines Dreibein, nur so ein kleines Standfuß. So. Stunde der Wahrheit. Tja, das sieht wohl eher nicht so aus. Nope, nope, nope. Tja, ja, obwohl es schwarzen Sand gab es auf jeden Fall, aber naja. Gold jetzt hier erstmal nicht. Tja, so ist das manchmal, wenn man auf der Suche nach neuen Bächen ist. Wenn man es nicht probiert, weiß man es halt auch nicht. Ganz klar, Jungs. Gell? Naja, ich gucke es trotzdem noch mal ein zweites Mal an. Jetzt noch mal in Ruhe noch mal durch. Vielleicht ist ja doch Staubgold drin. Und ansonsten wird es das erstmal gewesen sein. Auf jeden Fall. Für heute. Ja. Das Loch mache ich auf jeden Fall noch schön zu, gell? Ganz klar, dass das hier alles schön hinterlassen wird, natürlich, wie man es vorgefunden hat. Gut, dann, falls ich noch was finde, blende ich es noch ein, falls es Staubgold geben sollte und ich es irgendwie auf die Kamera bekomme. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, Jungs. Macht's gut.
War nie jemand hier. Jo, nachdem ich nur den einen Bach abgehakt habe, habe ich jetzt hier schon wieder einen neuen Bach. Mit dem werden wir dann in ein paar Tagen weitermachen.